Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Interesse. Gerade auch noch mal ein paar Tassen nachbestellt. Von daher, Kaffee und so haben wir noch genug da. Ja, wir sprechen über unseren Gesetzentwurf zum Thema Transparenz. Ich darf Ihnen Ihre Gesprächsteilnehmer immer vorstellen. Unsere parlamentarische Geschäftsführerin Frau Pieper und unseren zuständigen Abgeordneten Michel Marsch. Feuer frei, greifen Sie zu, guten Hunger. Bitte schön. Ja. Auch von mir nochmal einen guten Morgen. Ich würde gerne ein paar einführende Worte sagen, warum, wieso und weshalb. Und es steht so ein bisschen unter dem Motto, der Tag heute, was lange währt, wird endlich gut. Wir haben seit mehreren Jahren ein Transparenzgesetz gefordert. Wir haben innerparteilich daran gearbeitet. Wir haben mit vielen anderen Organisationen diskutiert und zusammengearbeitet und haben uns jetzt in den letzten Tagen entschlossen, diese doch häufig intern geführten Diskussionen auf eine größere Ebene zu stellen und jetzt wirklich öffentlich, gesamtgesellschaftlich das anzugehen. Und deshalb haben wir diesen Antrag für die nächste Woche geschrieben. Der wird nächste Woche im Plenum sein, sodass wir davon ausgehen können, dass September, Oktober es dazu eine große Anhörung gibt, wo alle Beteiligten an einen Tisch kommen können, und wir hoffen, dass damit dann endgültig dieser Prozess durch das Parlament angestoßen dann auch realisiert werden kann. Okay, auch von mir nochmal guten Morgen, damit wir es alle durch haben. Worum geht es bei einem Transparenzgesetz? Der große Unterschied zur jetzigen Situation ist, dass wir im Moment das Informationsfreiheitsgesetz haben, das Informationen auf Anfrage öffentlich macht. Wir wollen das umdrehen. Wir wollen, dass die Informationen proaktiv veröffentlicht werden, sodass jeder Bürger zu jeder Zeit an die Informationen kommt, die ihm wichtig sind, um seine Entscheidungen, seine politischen Entscheidungen zu treffen, seine Wahl zu treffen, auf gut Deutsch. Es ist also im Moment so, dass es ja viele Initiativen gibt zum Thema Transparenz und Open Government und Open Data, was ja nichts anderes heißt als die Offenlegung eben so vieler Daten wie möglich, die keine schutzwürdigen Interessen Dritter betreffen. Wir wollen, dass wir mit diesem Gesetzentwurf, wenn wir den jetzt einbringen, eben mit diesen Gruppen, die auch schon Vorschläge gemacht haben, mit den anderen Fraktionen hier im Landtag, die sich das selber ja auch schon vorgenommen haben, Transparenzgesetze in dieser oder ähnlicher Form einzubringen, dass wir mit denen in eine Diskussion kommen, sodass wir am Ende tatsächlich ein gutes, am besten natürlich das beste Ergebnis für den Bürger rausholen. Es geht darum, dass wir ein Informationsregister aufbauen, dessen Form wir im Gesetz festschreiben und wo wir sagen, wie die Informationen zu veröffentlichen sind. Wir sagen allerdings gleichzeitig auch, wir setzen Schutzmaßnahmen fest für Daten, die eben Interessen Dritter berühren. Das können Geschäftsgeheimnisse sein, das können persönliche Daten sein, das kann die Transparenz politischer Prozesse sein, etc. Und im großen Unterschied zu den Aussagen, die bis jetzt die Landesregierung getroffen hat, wollen wir, dass nicht nur auf Landesebene Daten veröffentlicht werden und offengelegt werden, sondern wir wollen auch das Ganze auf der kommunalen Ebene. Wir wissen, dass das Kosten verursachen wird. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass es eine Zeit gibt, eine Übergangszeit gibt von 2 Jahren, innerhalb derer dieses Modell, also dieses Veröffentlichungsmodell in den Kommunen angewendet werden soll. Das heißt, wir können innerhalb dieser Zeit Modellversuche machen, gucken, wie man am besten diese Freiheit der Information umsetzt, um es dann in anderen Kommunen zu verwirklichen. Das große Vorbild war das Hamburger Transparenzgesetz, das im Sommer letzten Jahres verabschiedet wurde. Da gibt es die ersten Erfahrungen, die sind bei uns auch mit eingeflossen. Und wir wissen, dass in Nordrhein-Westfalen, in einem Flächenland, man andere Voraussetzungen hat. Und wir wollen oder wir müssen im Grunde genommen diese Transparenz jetzt auch bei uns umsetzen. Und dann gucken, was sind unsere Erfahrungen damit und wie können wir die Informationen so gut wie möglich freigeben.